Kosten dir folgen. 400 Unterhalt. Warum sinkt denn meine Bilanz jetzt wieder? Das ist was, also das ist auch was, was ich nicht checke, wieso die manchmal so rapide sinkt. Aber ich habe jetzt seit 5 Minuten nichts geändert und die Bilanz ist von, wie jetzt wieder, über 1000 auf 100 gesunken. Meine auch. Ist nicht genug Wurst. Weil du dann zum Beispiel von irgendwas mehr Bedarf hast, weil du mehr Leute hast. Das Lager wurde immer langsamer leer, hat halt nichts geändert und dann auf einmal kam halt manchmal sein, dass du in deinem Lager, also beispielsweise bei mir war es halt gerade so, ich hatte halt sehr viel Brot auf Lager und dann hat sich halt aber meine Bilanz, also dann brauchte ich halt super viel Brot, habe aber nichts Neues nachgebaut, aber das Lager wurde immer langsamer leer, hat halt nichts geändert und dann auf einmal kam halt super, das super rapide gesunken, weil ich halt kein Brot mehr hatte. Ja. Für alle. Also das ist halt so langfristige Effekte. Tipp von Rico, nie Kanonen. Deswegen muss man zwischendurch einfach mal auf die Häuser klicken und gucken, ob die noch alles haben. Aber mit der Bilanz verstehe ich echt nicht so ganz, warum die so krass schwankt. Ich muss aber eben kurz mal eine Pipi-Pause machen. Ja. Bis gleich, vertragt euch gut. Obwohl mein eines Kanonenboot als Guardian des einen Schoners hier, weil ich sonst immer von der Piratin angegriffen wurde, macht sich ganz gut tatsächlich. Wir sind lieb und nett. Meistens. Fred, nicht erschrecken, ich werde dich gleich mit meinem Linienschiff nicht angreifen. Ich habe da nur eine Aufgabe. Alles cool. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich habe jetzt ein Schmetterlingshaus, das ist richtig gut. Süß. So, wie viele Handwerker brauche ich denn für meine Uni noch? Na, fick die hier, Alter. Für den Krankenhals. Hört doch mal auf, krank zu sein. Ich habe halt nicht so viel Fenster und Stein. So, bin wieder da. Was soll ich denn machen? Ja. Geld. Ich war halt. Kann Enrico hier sehen, nicht alleine so. Hab ich eigentlich genug? Das ging ja schnell. Die Kameraden. Boah, ich hab so viel Seife, ne? Da könnte man 60. Uns geht's so gut. Da kommt man auf. Ich bin nur 1000. Ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen kommen. Hebel. Ah. Dann komm ich mal meine anderen Insel ein bisschen Seife hier. Genau, und ihr müsst auch immer achten, ob ihr das wirklich dann irgendwann noch verkaufen wollt, weil man dann irgendwann doch nur ein wenig Beachtung zu wenig mehr hat. Also immer das Mindestlimit setzen. Ne? Boah, ich habe hier einfach eine Insel komplett vergessen. Das ist ja voll gut. Kriege ich eigentlich inzwischen hier rumhängen? Ich hab besiedelt und die komplett vergessen, die Insel. Nein, immer noch nicht. Ich habe hier warum eine nicht? Insel auch einfach nur mein Bad Hanover. Chillt auch einfach nur rum, ist noch leer. Aber ich habe halt von allen 100 Arbeitskräfte, deswegen ist das okay.
Hier ist aber doch komplett voll mit rum. Ich habe mir das Gefühl, meine Handelsrouten funktionieren nicht richtig. Lakuto und Pingport. Ja, habe ich. Und den Lukatu nehmen die bitte 50 rum mit. Und den Pingport bitte 50 rum raus. In Lukatu sind 75 rum, in Pingport 0. Also das ist mir schon öfter mal passiert, dass ich irgendwie den falschen... Was machst du denn da, Leonie? Einsatzbereit! Bruder, übernehmen! Ich würde immer noch gerne wissen, welches was Kampfkraft gibt an... Ist das nicht vielleicht Fleisch? Stimmt, Rindfleisch meintest du, zur ne? Stelle. Ja. Ah, das müsste ich jetzt natürlich aus der... Das muss ich importieren jetzt, ne? Nee, das hast du auch selber hier. Echt? Ja, fürs Gulasch. Ah, ja, klar. Hey, wo ist eigentlich mein... Schiff was und der ist Beschuss. Eigentlich meiner zoologischen Expedition hier? Ach, wo angeln die denn rum? Ach, da. Neue Befehle? Warum produziert ihr denn eigentlich kein ja, Bier ist, mehr? Ja, hast recht, ist tatsächlich. Okay. Ja, ich weiß, dass ihr krank seid und ich weiß, dass ihr Kleidung wollt, nein, nein. Aber ich... Oh, ich kann ein das Schiff erster Klasse. Als das, was ich schon hier ist null. Hopfen ist auch null. Schieß mal ein paar Piraten hier wieder. Ich bin dabei, die ständig zu killen. Also ich versuch's zumindest. Ich finde es gut, dass die bei dir einfach krank werden. Ja, ich kann halt... siehst du das Krankenhaus, was auf der anderen Stadtseite ist? Warum ist da die Krankheit? Mehr Hopfen. Das ist doch gefeuert. Mehr Hopfen. Ich kann die nochmal mobilisieren. Ach, hier habe ich eh keine Kohlemine, willst du mich veralbern? Und noch 270 von diesen Handwerkern, Alter. Will ich verarschen? Das sind die, also die einzige Zahl, die bei mir irgendwie war sehr halt krass schwankt, sind die königlichen Steuern. Das funktioniert halt auch nicht richtig, weil das mit der Terminvergabe so ein bisschen schlecht ist. Und wenn man auf, das Gebäude steht auch irgendwie noch nicht so ganz richtig. Das dauert noch so 5 Fenster und dann. Oh, 104.000. Wo sieht man das denn? Ja, das geht nach Personen, weil die Personen so doll schwanken. Schwanken auch die königlichen Steuern dann. Was ist jetzt wieder? Ihr wart doch gerade happy. So, und jetzt mal gucken, ob es inzwischen möglich ist, hier hinten rumzubekommen, bitte. Aber weil das ja die Bevölkerungsstufe ist, die du brauchst, wo ist denn das Schiff, was rumtransportieren soll? Hast wo du bist halt du, viel, viel, viel zu wenig. Und dann stellen kann man die sehen? Alle an. Das muss man, glaube ich, mal ein bisschen verändern, ne? Oder braucht das einfach nur so lange, um zu fahren?
Ich kann halt nur mein Schiff sehen, glaube ich. Ja, ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt. Ja. Auf den Weltrouten. Du kannst, wenn du die Leertaste guckst, Sepp, dann kannst du gucken, wo sich dein Schiff zwischen Wenn ich auf geht. Die Weltkarte, nee, nicht auf Router, wenn ich auf die Weltkarte gehe. Uff. Das ist wirklich sehr langsam. Also soll man besser ein anderes Schiff nehmen als ein Schoner für internationale Reisen? Ja, auf jeden Fall. Weil da kannst du halt auch nicht so viel transportieren. Versuch einen Clipper oder so. Oder. Ja, würde ich echt empfehlen. Das Lager ist leer. Warum ist denn das Lager leer? Oh, es gibt ein Bergungsschiff. Schiff unter Beschuss. Jawohl, Zeit für ein Krankenhaus. Ja, da versuche ich jetzt mal was aus. Weil irgendwie... Ich weiß halt wir nicht, müssen flink sein. Und jetzt bauen wir hier ein paar Bürger hin. Kann man halt an Orten tauchen. War hier irgendwie nicht so richtig. Schiff unter Beschuss. Ihr braucht wieder eine Bananenplantage. Ey, die hat schon wieder eins meiner Schiffe versenkt. Also ich kann eine Uni bauen. Na, ich leider nicht. Ich brauchte mein Zeug. Für ein bisschen nervig, die Gute. Ah, so viele Lungen voll. Okay, ich brauche einen auch noch. 50. Okay, mal so lange. Ein Schiff wurde zerstört. Ich versuche immer, ihre zu killen, aber die fahren so überall hin. Es ist einfach... frustrierend. So, aber ich komme wieder noch. Eine Richtung? Okay. Ja, da gibt's denn irgendwo, ne? Ja, hier ist eh kein Platz auf dieser kleinen Insel. Die hat nur halt viele Rohstoffe. Ja, hol mal bitte neues Holz. Ich kann nirgends hinter mit. Oh, Seeschlaf fasziniert das Volk. Oh, das geht aber nicht. Wieder rein in die Länge. Okay. Werde ich mir merken. Jetzt habe ich noch ein zweites Linienschiff, um sie platt zu machen. Ein letzter Blick. Die Fregatte müsste auch im Bau sein.
Ja, finde ich auch. Danke sehr. Das Kanomo wird auch zerstört. Ja, supi. Das ist eine wunderbare... Sie haben an Einfluss gewonnen. Da muss ich ja auch noch... Fregatte bauen. Oh. Zu wenig Arbeiter. Ach nee, falsch. Oh. Ei. Leonie, eine Frage. Ich habe schon gefunden. Danke. Okay. Gerne, gerne. Das kommt mal dran, ne? Und noch mehr Bauern. Das wollte ich nicht. Oh oh, wo ist Debakel? Ja. Und die Stadt wird hässlicher. Tja. Na komm. Das ist natürlich doof, wa? Jetzt wieder zu wenig Brot oder was? So. Immer noch zu wenig Bauern. Oder steigt das? Ah, das steigt langsam. Glaube ich. Ah, mein Einkommen steigt auch wieder gerade ein bisschen stabiler. Glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Viele Vermutungen hier. So, wie sieht's denn hier aus? Steigt die Bierproduktion? Nein. Die Getreide? Nein. Alles steigt nicht. Cool. Warum denn nicht? Schau auf die Statistik. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, Lukas, warst du offline? Ja, eins meiner Schiffe soll angegriffen werden. Ich brauche also noch mehr Getreide. Segel kann ich mal aufhören. Ja, ich habe auch gerade gedacht, was? War der weg? Jetzt ist er wieder da. Luca? Wo ist meine Segelei? Ich habe da nur eine. Bist du da? Wo soll ich denn sein? Okay, weil du so still warst auch. Ja. Mehr Getreide, Kohle und Bier. Okay. Also gerade eben... Da. Oh, eine. Schon wieder. Oh. Oh fuck, ist aber ich. Wir machen hier nichts. Negative gewirtschaftet. Es mangelt an Arbeitskraft. Schiff unter Beschuss. Ach nö.
Das muss irgendwo untergebracht werden. Ansonsten du sie nicht um. Ich dachte, was ist denn? Mach sie doch platt. Erwarten neue Horizonte. Mehr Getreide, mehr Kohle, mehr Bier. Habe ich hier nicht irgendwo schon so ein... Oberkohle. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, anscheinend noch nicht. Da. Ei. Das reicht wahrscheinlich nicht. Lohnt es sich auf so eine Expedition, also wenn Gefechtskunde schon so, getickt ist, nochmal Kanonen mitzunehmen oder ist es dann Overkill? Mehr ist immer besser. Okay. Weil dann ist diese, sonst hast du halt, also das Ding ist, du hast, wenn irgendwas zum Beispiel 15, also beziehungsweise Gefechtskunde hat ja dein Schiff schon irgendwie, denke ich mal, dann, ne? Vermutlich so 15 oder 20%. Und wenn du da nochmal was draufballerst, irgendwas, was auch nochmal 20 Ding pro 50 Tonnen hat, dann hast du halt 35. Also 20 Tonnen Kanonen ist dann gut mitzunehmen. Nee, wenn dann 50. 50, also das ist sehr halt viel Seife alles, was dir angegeben wird, wird immer, also du kannst auch weniger mitnehmen, dann hast du halt weniger Prozent. Aber alles, was da angegeben wird, ist immer 50 Tonnen angegeben. Das heißt also, wenn du anstatt 50 Tonnen 20 mitnimmst, dann hast du halt nur 40% der... Aber wenn ich jetzt 50 Tonnen Kanonen mitnehme, dann kriege ich die wieder, ne? Ja, die kriegst du wieder. Es sei denn, dein Schiff versinkt natürlich und die Expedition scheitert. Aber davon würde ich jetzt nicht unbedingt ausgehen. Weil 50 Tonnen Kanonen ist halt schon echt eine Menge. Ja. Oh, mein Eisengießer ist gestorben. Ich habe ihn verloren. Jetzt habe ich irgendwie so... Okay, immer noch 6% Moral. Also, ja, es ist eigentlich selten. Also, du kannst halt sonst auch, wenn die Mission schlecht läuft, die Expedition immer noch mal heimkehren. Dann ist halt das Ding weg, aber dann hast du immerhin noch dein Schiff und den ganzen Stuff. Das ist halt oft so, wenn du irgendwie dann 4 Spezialisten dabei hast, die du unbedingt haben willst. Aber Rico, wo ist denn der Gefängniswärter? Also, was ist der Gefängniswärter? Ja. Ah, okay. Ich glaube, den gibt es nur in der Kampagne. Man konnte es durch die tosende Menge... Ein Stadtfest hat in Bristol begonnen. Was machen wir dann irgendwie an mehr Geld kommen oder nicht? Boah, ich zahle 12.000 in Unterhalt. Wahnsinn. Irgendwie, ich verstehe nicht, wie man Sachen bergen kann, weil
Man bekommt ja auch keine Aufgaben von Nate. Ist aber nicht Kohlesküchen. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Es mangelt an Arbeitskraft. Da habe ich bisher auch fast nichts gemacht, ne? Pass mal nicht hin. Und wie läuft's? Ah, Tom Bombalin, du bist wieder da. Es geht. Also der Rico ist zum Glück wieder da von gestern und versucht mich mit Tipps hier über Wasser zu halten. Sonst passieren sehr viele Sachen. Es ist nichts ich hoffe, sie aber was willst du erwarten? Zu bändigen. Aber ich glaube, es lief schon mal besser. Sagen wir so. Bilanz ist gut. Ja, die Bilanz schwankt nur gigantisch. Ja, sweet. Endlich ein Schiffsitem. Was kann ich für dich tun? Dann sind eure Waren sicher an der Grenze der Produktion. Das kann gut sein. Ja, ich habe gerade schon gehört, ich habe auf jeden Fall zu wenig Getreide, Kohle und Bier gehabt auf der Hauptinsel. Genau. Ah, wait. Alter, ich habe gerade meine Mission erfüllt. Neue Befehle? Umdrehen. Lagerhaus. Segel setzen! Ei! Nur drei Inseln nimmst mit Kartoffeln und hier diese Insel mit ca. 500 Häusern vollmast. Aber ist nur der Fisch. Echt? Ah. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Vielleicht mache ich das auf der Zweitinsel, die ich hier habe. Moment, was wollte ich machen? Ach ja. Leonie, kann ich irgendwie zusätzliche Hafenanlagen bauen, dass es entladen schneller geht oder so? Ja, du kannst eine Anlegestelle bauen. Ah. Hafen der Handwerker. Ich habe 89. Und der Reparaturkran lohnt sich auch sehr, so als immerhin habe ich genug Fenster. Dankeschön. Ja, 40 Fenster, ich glaube es hackt. Ja. Also 40 Fenster sind immer frustrierend. Das dauert so lange. Ich habe 7. Aber wie schnell baut ihr eigentlich Schiffe? Ich habe jetzt keine Ahnung, 5 Schiffe gerade versenkt und jetzt kommen da schon wieder welche von ihrer Insel. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe jetzt immerhin schon ein paar Geschützstellungen gebaut in meinem Hafen hier.
So, drei Fenster, damit er sich eine Uni. Und dann gibt's ein paar Dippel Inks. Oh, 20 Minuten haben wir auch schon 12. Was? Ah, ja, ja. Ist gerade ein Timer losgegangen. Nee, nicht so. Oder nur die innere Uhr. Ich hab kurz geguckt, weil ich echt traumüde werde. War gleich nochmal eine Runde spazieren wollte. Also ich will auf jeden Fall um 12 aufhören. Mhm. Warum brauche ich so viele Bauern? Ja, zurück in die neue Welt. Die Ponchos waren. Ich würde gerne meine Uni bauen, das ist einfach. Das kriegen wir, glaube ich. In 20 Minuten kriegst du, glaube ich, deine Uni gebaut. Ja. Und wieder kaputt gemacht und gesprayt und gehasst und alles. Uni. Keine Ahnung, nein, natürlich. Ach, da. Wir helfen, wo wir können. Genug Schiffe, Fisch meine ich. Doch, habe ich. So. Das müsste eine Anwendung am Hafen sein. So, den weiß ich ja nicht, ne? Ah, nee. Da war eine Lücke. Es mangelt an Arbeitskraft. Tja, streng dich mal an. Okay, Fragen aller Fragen. Wie kriege ich jetzt auf einmal 290 Arbeitskräfte? Irgendwas anderes pausieren? Also ich brauche. Und halt vielleicht jetzt nicht währenddessen noch deine Handwerker updaten. Oder brauchst du Handwerker? Ich brauche Handwerker. Also ich will ja eine Uni bauen. Ja. Dafür braucht man ja eine Anzahl an Handwerkern. Ja. 60%. Also du kannst am besten. Wir versenken was du machen kannst, wenn du irgendwie zu wenig Rohstoffe hast oder so, kannst du den Handwerkern erstmal verbieten, irgendwas zu haben, was die Arbeiter brauchen. Ja, ist das halt so. Und dann gradest du die Handwerker ab und dann verbietest du den Arbeitern das, was die Handwerker brauchen, um ganz viele zu werden. Also und lässt die das wieder haben. Ich brauche keine Rohstoffe, ich brauche tatsächlich nur, glaube ich, also ich brauche unendlich viele Menschen. So Nein. Je mehr, also wenn der Balken grün ist, hast du halt alle Menschen. Also je happier die sind, je mehr Rohstoffe die haben, desto. Sekunde. Ich brauche ja nur Handwerker, ganz viele. Ja. Ja. Aber du kriegst mehr Handwerker, wenn die Handwerker glücklicher sind und mehr Essen haben. Ja, die sind voll zufrieden. Die brauchen nur noch. Ja, dann musst du einfach nur. Wer ist das? Ja, aber jetzt, ich brauche halt mehr Arbeiter, die ich hochbauen kann. Und ich brauche mehr Bauern, die ich hochbaue. Also ich habe so. Ja, dann mach dir ein paar Bauern, die sind in Nee, halt, die hat uns alle den Krieg erklärt.